Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Schurken-Let's Play. Wir sind natürlich nach wie vor hier im Sturmsangtal und sind hier gerade bei dem ja, Riesenkraken und müssen hier die Brücke überqueren, damit wir dann die Dungeon-Quest kriegen. Ich habe mich auch nebenbei mal mit hier Chasing und Axie mal für einen Dungeon angemeldet. Leider habe ich die Schnelle jetzt nicht mehr Leute gefunden, deswegen müssen wir leider ein bisschen warten. Aber kann dadurch sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Also schon mal Entschuldigung, falls es dazu kommen sollte. Ansonsten, ihr habt mir auch wieder Briefe geschickt, wie ich hier gerade sehe. Und meine EP sind natürlich auch wieder ein bisschen weiter. Wie gesagt, nach wie vor, Liebe liegt in der Luft, ist gerade. Das heißt, ich farm hier immer noch das Reit hier gerade. So, ich baue das Spielzeug, sonst komme ich dann zu meinem Postkasten hier. Kattis Stanzpfeife. Schauen wir mal, was ihr mir geschickt habt. Das hatten wir letztes Mal. Genau, hier. Was? Jo, sag mal, Zerstörer der Garoti. Warum? Fuck. Damn, guter Brief, guter Brief. Xiaomi Bay. Hey Xiaomi, ich wollte einfach mal Danke sagen, dass du mir immer wieder den Tag ein wenig besser machst. Bin immer sehr fröhlich, wenn ich deine Videos gucken kann nach der stressigen Schule und wollte mal fragen, ob du mal ein Tutorial machen kannst, wie man denn am besten BG spielt. Würde mich sehr freuen. Grüß mal den Enrico. Enrico, du seist gegrüßt. Wie man BG spielt? Ein Tutorial für BGs? Jetzt für komplette Neueinsteiger oder was? Ich meine, BGs sind eigentlich relativ selbsterklärend, würde ich fast mal behaupten. Wie immer natürlich, wenn ihr mir Post schicken wollt, einfach auf Server Rexa oder Leria einen Charakter erstellen und dann den guten Quintex hier schicken. Ich weiß, dass ich hier öfter mal versinke. Achso, ich muss hier zuerst mal das Ritual machen, da war ja was. Ansonsten, ich glaube, das gibt es nach wie vor, wenn du in ein BG reinjoinst und einfach mit dem Mauszeiger auf das Auge drauf fährst, dann ist das so eine Schnellerklärung für das Battleground an sich. Wenn es da irgendwie zu Problemen kommen sollte. Ansonsten allgemein, wie gesagt, die sind eigentlich relativ selbsterklärend. Das sind alles keine jetzt weltbewegenden neuen Spielmodis oder sonst irgendwas. Deswegen ist das jetzt nicht so tragisch, ehrlich gesagt, wenn man sich da nicht auskennt. Einfach normalerweise reinjoinen und halt einfach von alleine weg spielen. Das erklärt sich halt irgendwann von alleine. WSG ist halt ganz normales Capture the Flag. Flagge dreimal rüberbringen. Dann, was haben wir noch? Aratibecken, Gilneas, fehlt noch eins? Ja, Aratibecken und Gilneas eigentlich sind halt, geht es halt einfach um Ressourcen sammeln, also einfach Posten einnehmen und Ressourcen sammeln. Ich glaube sogar, dass man hier auch die Erklärung hat, oder? Täusche ich mich gerade? Genau, hier steht sogar eine Erklärung dabei. Verteidigt eure Flagge, erobert die gegnerische Flagge, dann hier erobert und teilt die Ziele, verdient 1500 Ressourcen. Da ist überall die Erklärung für die jeweiligen BGs halt fix dabei. Also, ich würde sagen, das erklärt sich relativ fix von alleine. Deswegen sehe ich nicht unbedingt, warum ich dazu so eine Guide machen sollte. Und ich meine, für andere Dinge wie RBG vielleicht, aber das spiele ich halt eigentlich nie. Deswegen wüsste ich da nicht, was da momentan irgendwie so die Meta ist, was man da genau macht. Da gibt es ja dann auch wieder verschiedene Strategien, die man verfolgen kann. Aber ich meine, die allgemeinen BG-Dinger, die erklären sich halt, wie gesagt, eigentlich instant. Also da kann es nicht viel zu Verwirrung kommen, sage ich mal ganz stark. Da sind ziemlich viele kleine. Kriege ich die überhaupt down? Ach, hier questen gerade noch welche. Ach so, meine Begleiter machen wieder so viel Schaden. Das ist schon wieder Telia, oder nicht? Wie beim letzten Mal. Rotzt halt wieder rein bis zum geht nicht mehr. Die ballert hier immer alles aus dem Leben. Ich brauche auch die Prozent hier, deswegen. Ach so, warte mal, das kriege ich hier bis ganz nach oben. Was machen die zwei hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die scheinen selbst ein bisschen verwirrt zu sein da hinten. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich bin mal neugierig, ob wir denn eine Instanz kriegen, wo ich schon eine Quest für habe. Wenn ich ganz fix bin und hier noch die letzten paar Quest-Fortschritte hier abschließe, dann kann ich, dann hätte ich zwei von den vier Dungeons quasi zur Auswahl. Weil ansonsten habe ich halt nur den einen. Achso, hier ist glaube ich eine World Quest, Alexi, jetzt auch hier ist. Interessant, okay. Jetzt stehe ich gerade komplett am Schlauch. Achso, wegen der Instanz. Wir haben ja nach wie vor der Kronsteig anwesend. Eigentlich die Quest, ich dachte mir, wenn ich schon Dungeon queue, dann will ich die EP mitnehmen. Und random queuen gibt halt einfach so viel, wenn du hier schaust. Bei Dungeon Browser, das sind halt 103.000 EP, was ich nur für den Abschluss alleine kriege. Also jetzt unabhängig von der Instanz. Und für die Instanz selber kriegst du dann wahrscheinlich, ich schätze ja auch nochmal 100k. Das heißt 200.000 Erfahrung. Das ist ja gut ein Viertel von meiner ganzen EP-Leiste. Also dann rentiert sich schon mehr, wenn ich halt einfach random anmelde, als wenn ich jetzt hier nur wegen meiner Quest halt reingehe. Die Quest ist jetzt nicht so wichtig. Das gibt zwar relativ viel Azerit, aber
Lazarit kommt auf Max-Level auch schnell genug. Da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen drum. Wobei, wir können da fix reingehen. Da macht gerade ein anderer. Ein Tank ist hier überhaupt. Der hat ja alles zusammengepult. Das ist richtig praktisch hier. Warte, was macht das hier? Macht das mega Schaden? Ja, geht. Wo habe ich das? Achso, das war die Kiste, die ich vorher gesammelt habe. Lol. Das erklärt einiges. Dann haben wir gleich verloren und vergessen. Das können wir wieder abgeben. Ich habe auch nach wie vor den EP-Trank drin. Also die 10% mehr Erfahrung. Ich habe nämlich sogar aufgedacht, dass ich den wieder aktiviere. Damit ich die ganze Erfahrung auch noch mitnehmen kann. Sonst vergesse ich das immer ganz gerne. So, wie gesagt, wenn wir ganz schnell sind, dann kommen wir nämlich oben an. Und dann müssen wir nur kurz den Elite umdonnern. Und dann gibt es nämlich gleich die nächste Quest für den Schrein. Und eine für den Kronsteiganwesen. Königsanwesen, Kronsteiganwesen haben wir ja nach wie vor. Dann können wir da ein bisschen fixer vielleicht noch ein bisschen Erfahrung abstauben. Habe ich da jetzt gerade alles geagrot einfach? Oh mein Gott, zum Glück hilft mir der Magier da hinten. Ich bin schon eben drin. Ich hoffe, der macht Schaden. Oh, der hilft mir nicht weiter. Was passiert hier? Das ist nicht gut. Magier, mach was. Der macht da einmal Blizzard rein und dann hilft er mir nicht mehr. Zum Glück machen die NPCs wirklich so viel Schaden von alleine, Mann. Die können alle schon hier durchlaufen und ich muss hier erst das Tor öffnen, Mann. Mit meiner kleinen, geilen Glocke. Gibt's eine Glocke als Offhand? Nee, ne? Ich glaube, das gibt's hier nur als Quest-Item. So ein kleines Glöckchen als Offhand wäre auch cool. Jetzt muss ich... Achso, das ist eh schon das, was wir oben abgeben und dann einfach nur hier... Glaube ich, schon den Elite. Da kriegen wir, glaube ich, wieder ein Azerit-Teil. Wobei, ich brauche nicht wirklich eins. Jetzt kriegen wir ja dann schon bald. Bald kriegen wir Patch 8.1.5 und dann können wir... Dann können wir die Erbstücke endlich benutzen. Die Preise für die Erbstücke sind auch nochmal massiv nach unten gegangen. Ich glaube 5.000 jetzt fürs Aufwerten. Ganz am Anfang vom BTR waren es noch, glaube ich, 15.000 Gold. Ich meine, gut, das war ein bisschen zu overtuned. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht einfach immer verdoppeln. Weil die letzten 110er Items für Rüstung, glaube ich, kosten 2.000. Warum das nächste dann nicht 4.000? Und dann, wenn es wieder bis 130 oder so irgendwann geht, dann kostet es 8.000 und immer so weiter. Also das halt immer quasi verdoppelt wird irgendwann. So, wir sind eigentlich schon oben angekommen. Ich glaube, Telia fehlt. Wo ist Telia? Ich glaube, die stuckt irgendwo unten mit einem der NPCs, weil hier so viele Leute Worldquests machen. Kann das sein? Ah ne, jetzt ist sie hier. Ah ne, das ist Bruder Pike. Warte, wo ist Telia eben? Die war ja gerade noch da. Genau, was haben wir hier für Trades drinnen? Den Bleeding Schattentanz interessiert uns nicht. Vergiftung, aber bei den Schultern haben wir den Vendetta. Ich meine, Vergiftung wird overall mehr Schaden geben. Also jetzt beim Questen, aber ich mag den Vendetta halt für Bossfights, so wie das hier. Da ist mit der nochmal irgendwie sympathischer. Jetzt können wir den hier... Achso, stimmt. Ich habe ja noch mein Markieren hier. Das vergesse ich auch die ganze Zeit. Kriegt der nicht irgendwie einen Damage-Debuff irgendwann, dass der noch mehr Schaden kriegt oder sowas? Was sonst bin ich hier ewig dran? Das wäre geil, wenn sich das relativ fix ausgeht hier. Warte, was macht das hier? Muss ich mich da reinstellen? Ich glaube, das heilt mich, oder? Ja, das heilt mich. Dann stellen wir uns zur Sicherheit hier mal rein. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt... HP verliert, wenn die Kleinen sterben. Ich glaube nicht, ne. Er kriegt nur Schaden, wenn ich ihm tatsächlich Schaden zufüge. Das macht Schaden an mir, oder? Das macht Schaden an mir, da sollten wir nicht drinnen stehen. Mein... Zum Tode verurteilen ist wieder ab. Oh, da kommen wieder die Kleinen. Ich glaube, die Kleinen gehe ich immer wieder hier in den... ...den komischen Wasser-Aoi hier rein, damit ich mich gegenheile so lange. Ich meine, ich will auf jeden Fall schauen, dass er zumindest gedottet bleibt. Wir können mal vergiften machen und schauen uns unsere Dots hier ganz fix refreshen. Ah, okay, jetzt ist eh weg. Nein, man heile mich weiterhin. Wobei, ich kriege jetzt sowieso so ein Schild, oder? Achso, Tempo um 20% erhöht. War das ja richtig geil für Schurke. Der bürgt ja meine Energieregeneration auch nochmal zusätzlich. Genau, jetzt haben wir den down. Und somit sollten wir eigentlich hier die Quest kriegen, glaube ich. Oder? Achso, das gehen wir oben ab. Sollten wir eigentlich hier die Quest kriegen für den Dungeon. Jetzt kommt es drauf an. Wir haben zwei Dungeons, wo ich rein kann. Wo ich die Quest habe und wir haben zwei Dungeons, wo ich nichts für habe. Also gut, 50-50 Chance, dass wir richtig erwischen. So, das haben wir fertig. Treff Talia im Büro des Hafenmeisters in Buralus. Das ist aber noch nicht die letzte Questreihe. Das war quasi jetzt die Main-Questreihe, was wir hier vorerst gemacht haben. Ich will aber trotzdem, jetzt müssen wir hier wieder zurück. Darf ich hier fliegen? Ja, darf ich sogar. Ich will hier wieder zurück und zwar machen wir das hier. Da haben wir noch Brennerdamm, oder? Hieß es Brennerdamm? Brennerdamm, ja genau. Da haben wir noch den Hordenangriff. Das machen wir jetzt gleich weiter. Wir sind schon wieder so weit von den Erfahrungen her. Das Event gibt halt echt viel, weil wenn du täglich immer den Event-Boss machst, das jetzt Liebe liegt in der Luft oder Nachtschrecken oder was auch immer gerade ist, wenn ihr das schaut,
kriegst du ja immer diese 33.000 EP. Und wenn du das halt jeden Tag machst, einfach fürs Mount Farm, dann levelst du die ganzen Charaktere passiv halt mit. Das ist halt mega angenehm. Ich glaube, meine ganzen 110er Chars sind jetzt fast 111 schon, nur durchs Event alleine gerade. Also mega geil. Das war hier noch, wie das Land zu der Mildenhall. Ach, das ist das mit den Bienen, genau. Wie funktioniert das? Kann mir das einer in den Kommentaren vielleicht erklären? Es gibt so ein Bienen-Achievement, ich habe mir das noch nie angesehen. Quests Legion, da gibt es nämlich ein Pet, das mir noch fehlt. Das hier, die Hummelbummel. Füttert Hummelbummel im Sturmsanktal mit der Zuchtformel von Mildenhall. Wie funktioniert das? Weil ausgequestet habe ich mit meinem ja, Ali-Main-Parler in dem Sinne hier schon. Weil ich habe schon alles abgeschlossen für die neuen Allied Races dann. Nur ich weiß nicht, wo ich die Biene herkriege. Ich meine, ich könnte einfach Wowhead suchen, aber wenn es mir gerade schon einfällt im Let's Play, vielleicht vergesse ich es ja wieder, nachdem ich das Video hier aufgenommen habe. 13 Minuten, okay. Die Cutscenes sind irgendwie cool mit dem Charakter drinnen ab und zu. Nicht immer, aber ab und zu sind sie ganz geil. Zum Beispiel bei der Warfront für die Dunkelküste, wo man mit dem Schiff reinfährt, das sieht irgendwie geil aus. So, das würde ich gerne öfter sehen, wo der Charakter dann drinnen ist. Aber schade, dass die halt, da fehlen halt dann die, oder das sind halt dann Limitationen, dass die Animation oder sonst was nicht ganz so geil aussieht, wie halt jetzt bei, ja, den normalen Cinematics, was wir sonst in-game sehen. Aber ich meine, das sollte halt dann klar sein. Aber dafür können sie halt von denen umso mehr machen. Aber gerade bei wichtigen Ereignissen wünsche ich mir halt, dass immer normale sind, aber das ist halt zu viel Aufwand, dann glaube ich einfach. Waren hier nicht? Ah ja, hier ist auch der Kübel, genau. Das ist eine der wenigen Quests, die ich übertrieben nicht mag. Weil du immer wieder zurück zu diesem Kübel musst und dann kannst du erst löschen. Das ist bei... darf ich den nochmal? Ich glaube, der ist jetzt nicht mehr da. Das ist bei einer anderen Quest viel besser gelöst. Bei Schattenmond... Ne, nicht Schattenmond, sondern Schattenhochland in Kataklysm. Da gibt es nämlich ebenfalls sowas. Ich darf hier gerade gar nichts mehr nehmen. Zauber nicht erlernt. Okay, buggen die ganzen Kübel jetzt? Muss ich reloaden? Ich reloade einfach mal kurz. Irgendwie habe ich gerade die Kübel kaputt gemacht. Ah, jetzt darf ich sie wieder nehmen. Ja, okay, die haben sich gerade irgendwie von alleine verbuggt. Da ist keine Ahnung, was da passiert ist gerade. Weil im Schattenhochland gibt es auch so eine Quest, wo man so ein Zwergendorf löschen muss. Und da kriegst du halt einfach von den anderen, die bilden dann immer so eine Reihe und dann werfen die halt die Kübel immer weiter. Und irgendwann kommt er halt bei dir an. Und das ist halt so viel angenehmer dann zu machen, die Quest an sich. Wenn du die ganze Zeit irgendwie bis nach Afrika rennen musst, damit du hier wieder so einen Kübel findest. Weil manchmal, wenn du gerade oben bist, hier oben sind halt fast keine. Es sind nur in der Mitte vom Brunnen, glaube ich, sind welche. Und dann wird es halt schon krass nervig, wenn du die ganze Zeit so hin und her rennen musst. Aber egal. Nur so ein Side-Ding. Da drin haben wir noch das Jump-Ding. Das können wir auch machen, weil das gibt sogar Erfahrung. Deswegen kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und Bonusziel haben wir hier auch, wenn wir die Mobs hier killen. Aber ich vergesse schon wieder, dass ich Urteil habe. Ich spiele die ganze Zeit damit, aber vergesse jedes Mal hier irgendeinen... Ein NPC halt quasi damit zu markieren, damit ich ihm halt Ausweiden geben kann nochmal. Oder vergiften. Ausweiden gibt es hier gar nicht mehr für. Für den guten Aster, das hier, genau. Bam. Und ich wäre halt so viel schneller beim Questen, wenn ich nicht dauernd drauf vergessen würde, aber zwischen den einzelnen Folgen liegt immer zu viel Zeit. Es ist halt immer eine Woche. Ich nehme halt in der Woche eine Folge auf. Und dann vergesse ich halt wieder alles bis dahin. Ich meine, ich spiele meinen anderen Schurken, aber mit dem spiele ich selten das Ding-Talent, also Todesurteil. Zum Tode, ich sage immer zum Tode verurteilen. Ja gut, ist das Gleiche. Oder kommt aufs Gleiche raus. Nein, ich bin zu dumm für das Jump-Rätsel. Alter, mein Wort bleibt hier überall hängen, Mann. Der soll sich die Krallen stutzen. Der bleibt halt überall im Getreide mit den Krallen hängen. Ich will doch nur diese Kiste hier oben, Mann. There we go. So, normalerweise gibt das nämlich auch Erfahrung. Genau, 19.000, also wie eine normale Quest. Lohnt sich auf jeden Fall. Und hier in dem Beutel ist ein Teil drin, das man für ein Achievement braucht. Genau, wo war es jetzt? Aurora Borealis, das ist auch ein Easter Egg, wer das nicht kennt, ja, da soll sich vielleicht nochmal die Simpsons anschauen, aber das ist eine uralte Folge. Da steht nämlich auch unten diese Beschreibung, zu dieser Tageszeit, auf diesem Breitengrad, komplett in dieser Flasche, aber ja, doch. Also es muss, wie heißt der? Der Direktor? Skinner? Und dann halt der Oberschulrat irgendwas, wo der bei dem ist und dann, wo er fragt, warum halt seine Küche brennt und dann kommt halt dieses Aurora Borealis. Kleine nette Easter Eggs, was Blizzard immer einbaut. Vor allem wie viele halt immer. Wir müssen schon ziemlich viel random Stuff schauen bei denen. Wie die auf so viel Scheiße kommen. Das Bonusziel dauert hier ein bisschen. Ich brauche aber glaube ich auch noch die Bomben, oder? Ach, hier ist eh eine, lol. Die liegt ja günstig. Oh, jetzt habe ich Double Ausweiden gemacht, aber egal.
Aber ich denke, jetzt Blutung gebe, aber Double Ausweiden ist, glaube ich, auch schon egal. Ich sag immer Ausweiden, vergiften meine ich. Sprengstoff der Horde. Da kann man auch die Dinger diffusen, die hier runterfliegen. Wo kann ich hier abstauben? Geil, geil, geil. Ist immer praktisch, wenn hier Sachen, wenn die Leute World Quests machen, dann kannst du so viel schneller durch. Wobei der questet hier sogar. Aber der ist halt 111, da hat er, wenn er halt noch irgendwie Gear hat von Legion, dann kann er hier so viel mehr zusammenpullen. Das ging ja bei mir auch am Anfang beim Schurken und Co., wo ich halt einfach die ganze Zeit irgendwie mehrere Gegner auf einmal erledigen kann, aber jetzt wird es halt immer schwieriger. Das gleicht sich ja dann erst wieder aus, wenn du halt 120 bist und halt ein bisschen Gear hast, nicht mal viel so. Ich sagen 340, 350 rum, dann sehe schon, dann kannst du eh wieder alles überfahren in der Außenwelt. Haben wir noch eine Bombe? Genau, weil hier fliegen immer so Bomben auch runter, die sieht man hier auch immer und die kann man auch diffusen. Aber da muss man schnell sein, genau, zum Beispiel bei der hier, da sieht man halt den Timer drüber. Und die zählen ebenfalls für die Quest. Whoop, easy, easy. Ist ganz witzig, aber man muss halt teilweise fast zu schnell sein, also es geht sich fast nicht aus. Kann ich die auch löschen? Die brennt einfach weiter, Mann. Was ist das? Mit was wird die angezündet? Wenn ich die nicht mal mit Wasser hier löschen kann gerade. Zum Magnesium. Magnesiumpulver. Oh, eigentlich soll der Dungeon schon aufgehen. Wir warten schon seit 17 Minuten. Ich hätte schon noch Bock, irgendwie die Ini abzuschließen. Ich hoffe, dass vielleicht noch eine aufgeht. Sonst muss ich im Notfall zwei Folgen aufnehmen, damit die hier nicht irgendwie 1,5 Stunden geht dann. Falls Fiesta wird in der NHC Ini. Das weiß man ja auch nie, wenn man dann reingeht und dann hast du irgendwie vielleicht nur neue Spieler oder so. Und dann dauert es halt bei Weitem länger oder man wiped halt oder sonst irgendwas. Dann geht das gleich mal anstatt, I don't know, 20 Minuten, nee, ist es 30, 40. Oder man kommt erst gar nicht durch. Wobei im NHC ist ja unwahrscheinlich. Ist das für beide? Ja, okay. Da haben wir noch eine Bombe. Nein, was für Agro. Geh weg. Einmal dotten. Warum habe ich jetzt... Oh mein Gott, jetzt habe ich Kidney gedrückt. Warum mal? Weil ich spiele mit dem Debuff, dass er 10% mehr Schaden kriegt. Aber das rentiert sich halt wirklich nur, wenn ich irgendwelche Elite-Gegner bekämpfe. Weil ich meine, ansonsten, ja. Beim Elite würde es sich halt rentieren, wenn halt viel Schaden macht und ich ihn kurz rausnehmen kann, sodass ich halt wieder Zeit gewinne, dass meine Fiole oder sonst irgendwas wieder abkommt. Aber ansonsten fühlt es sich halt irgendwie nutzlos an beim normalen Gegner. So, kann ich das hier löschen? Oh, die Bombe nehmen wir mit. Nein, das kann ich auch nicht löschen. Okay, dann müssen wir den Wagen löschen, glaube ich mal. Weil was fehlt noch? 5 Stück fehlen noch. Ich sage, hier ist ein bisschen nervig, weil der Kübel halt nur hier steht. Und dann muss hier immer alles suchen gehen, gefühlt. Weil hier nichts zählt. Alles brennt, aber nichts sehr gut, ich meine. Die Bürger werden dir auch nicht dankbar sein, wenn du irgendwelche Blanken am Boden löscht. Da muss man auch realistisch betrachten. Da ist schon wichtiger, dass man irgendwie die Häuser löscht oder sonstiges. Wo halt auch... das hat sogar doppelt gezählt. Wo irgendwie Gefahr droht. Nein, da komme ich nicht dran. Wie viele Bomben baue ich noch? Verwüster zerstören? Ich sehe die Quest gerade nicht. Ich habe so viele Quests angenommen letztens, weil ich diese... die ganzen Lederfeibe oder Kürschner Quests waren, das habe ich alle angenommen, damit ich halt da mal irgendwie vorankomme, damit ich halt Kürschnerei und Co. die höheren Rezepte kriege, wo ich halt dann mehr Leder und so rauskriege, weil wie gesagt, ich will halt unbedingt Kürschnerei skillen, damit ich da halt mehr Stuff rauskriege dann in Zukunft und halt mir Gear herstellen kann auch. Jetzt können wir das hier noch kurz sprengen und dann, den brauchen wir eh auch. Ich dachte schon, erzähl den nur fürs Bonusziel, weil dann sieht man da auch öfter mal einfach den Namen drüber, wo man sie gar nicht so wirklich braucht. Oh, jetzt kriegen wir Dungeon. Das ist ungut. Das ist extrem ungutes Timing. Das war so klar. Jetzt habe ich dem nochmal aus Versehen einen Dot gegeben. Das wollte ich auch nicht. Nein, ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Da drüben ist mein Timer von Deadly Boss Mods. Und ich sehe, wie lange ich noch Zeit habe zum in den Dungeon joinen. So, wunderbar. There we go. Ne, dass ich... Nein, die 50-50 Chance. Jetzt kommt halt Freihafen, dein Ernst. Egal, es sind ja trotzdem, es ist trotzdem mindestens ein Viertel von den EP, also es lohnt sich auf jeden Fall. Haben wir hier einen Pimp dabei? Ne, okay, ich dachte schon, wir haben irgendwie so einen Pimp-Demon-Hand oder so irgendwas. Oder so irgendwas dabei. Doch, der ist Pimp, oder? Ja, der ist Pimp. Ja, der ist full Pimp. Das ist, wenn ihr das noch nie gesehen habt, das ist so ein kompletter Pimp-Twin, kann man sich einfach machen auf 110. Und er kann das alles solo machen hier komplett. Also da brauchst du gar nichts machen. Das gibt es als Speed-Leveling.
Wer es noch nie gesehen hat, da kann man sich nämlich Boosts kaufen auch von Leuten. Und wenn ihr selber Gold machen wollt, könnt ihr euch auch vielleicht einen Demon Hunter boosten. Seht ihr das? Der kann das einfach alles komplett alleine wegliefen. Wenn ihr euch selber einen Boost kaufen möchtet oder sonst, oder selber welche anbieten möchtet, könnt ihr euch einfach einen Demon Hunter irgendwie boosten im Low Level. Oder auf 110 halt und dann easy peasy. Er darf halt nur nicht höher gehen, also ihr solltet halt EP-Stop dann reinballern irgendwann. Ihr müsst euch ja die DPS geben. Ich komme halt nicht mal dazu, dass ich irgendwas mache hier. Ich komme hier nicht ran. There we go. Vendetta. Achso, ich habe noch keine Vendetta. Hatte ich gerade voran. Kick mal das. Easy peasy. Den nochmal debuffen. Auf sowas hätte ich auch noch Bock, aber ich habe mehrere Pimtwings, aber keiner auf 110 momentan. Vielleicht mache ich mir das auch noch irgendwann, aber ich weiß noch nicht. Vielleicht, vielleicht. Irgendwann bestimmt mal. Macht auf jeden Fall Laune, ist mal was anderes. Deswegen mache ich so Pimtwings-Sachen, weil da kannst du immer irgendwas Witziges machen im Game halt. So wie das hier mit dem Boost. Oder halt irgendwelche spezifischen Dinge farmen. Irgendwas gibt's immer. Dann killen wir den hier noch fix. Wunderbar. Wahrscheinlich lässt sich der eine Dudu hier gerade boosten, schätze ich mal ganz stark. Pullt er einfach die komplette Eni zusammen. Gut, dann überziehe ich die Folge wenigstens nicht. Dann kommen wir nämlich hier genau rechtzeitig durch. Der ist schon beim Boss unten, wollte ich nur mal anmerken, weil der pullt den Boss, glaube ich, gleich mit dem Buff noch, oder? Ja, ja. Oh mein Gott, ich habe die Deadly Boss Mods an. Es tut mir so unglaublich leid. Wir können jetzt kurz taggen gehen noch, damit wir auch Reward vom Boss kriegen. Das buggt nämlich sonst mal ganz gerne rum. Jetzt habe ich daneben gekickt, das war nicht so gut. Wir können den aber mal debuffen hier. Jetzt geht er auf mich, aber das sollte... Oh, das ist ein Problem. Das ist auf jeden Fall ein Problem. So, jetzt können wir dem Kidney geben. Den kriegen wir alleine down. Easy peasy. Der Dudu stirbt hier. Oh mein Gott, wie laut das einfach ist. Ich muss mal diese ganzen Sound-Dinger alle ausstellen. Die nerven mich selber schon so hart. Aber das ist zumindest der Sound. Vielleicht hätten wir trotzdem das Ding aktivieren sollen. Ich glaube, das klappt nicht so ganz, wie sich das vorgestellt hat. Das ist unlucky, unlucky. Kann ich oben noch anreden ganz fix? Ah ne, Event nicht gepult. Das ist ein blödes Event gerade da. Aber jetzt haben die Mobs halt so viel mehr HP, dass wir da halt nicht recht was machen können gerade. Ich tunnel einfach so lange den guten Captain. Der ist ja der irgendwie am nervigsten ist. Ja, ich krieg das so auf die Fresse. Wenn die mich einmal hitten, ist halt direkt fast vorbei für mich. Ich kann aber gleich Vendetta anmachen, zur Sicherheit. Oh, jetzt stirbt er. Unlucky, unlucky. Da hat er sich überschätzt, würde ich mal sagen. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass der gleich lief. Wir können ganz fix verkaufen, weil das ganze Zeug brauche ich eh nicht mehr. Also das brauche ich auch, ne? Den Erfolg habe ich eh schon geholt. So, kurz schreiben müssen, dass der das Event machen soll, weil dann verliert er halt die HP hier. Oh oh. Ich spam hier rein. Der Demon Hunter ist nicht da. Nein. Ich wusste, dass der dann trollen geht, oder? Ne, doch nicht. Ich hatte schon Befürchtnis hier gerade. Ich kriege hier die ganzen... Wer sich fragt, was das hier ist, das sind die ganzen Event-Items. Also die Event-Items, sag ich schon, die... Dunkelmond-Items. Das kriegt man, wenn man diese Bücher im Inventar hat. Dieses, wie heißt es nochmal? Den hier, den Abenteuerführer des Dunkelmond-Jahrmarkts. Die kann man ganz gut verkaufen. Die sind halt immer so viel wert, aber ab und zu ein bisschen was, wenn man... wenn der Dunkelmond gerade anfängt. Also immer am ersten Sonntag des neuen Monats fängt der Dunkelmond-Jahrmarkt an und dann kriegt man halt... Dann kriegt man da halt, die ein bisschen teurer los zumindest. So, wir können den eigentlich legen, aber ich glaube, er pullt zuerst lieber alles andere zusammen. Why you do that, Chasing? Why you do that? Das Überleben war nicht.
Und mein DBM rastet wieder aus. Achso, jetzt schießt die hier. Hütet euch. Das ist nicht gut. Alles avoided. Ne, doch nicht. Letzten Hit habe ich gerade bekommen. Können wir hier Vendetta ballern? Wir haben zumindest den Healer da. Wir haben zwar keinen Tank, aber wir machen das jetzt. Trust. Ich kann den auch noch dotten. Dann kriege ich ein bisschen mehr Self-Heal noch. Meine Vendetta läuft gleich. Ach, den kriegen wir easy down. Easy, easy, easy. Ja, das sollte schon down gehen. Ja, wunderbar. Dann können wir den Boss auch noch mitlegen, weil sonst kriege ich meine kompletten Abschluss-EP nicht, wenn er wirklich alles liegt. Und auf die würde ich nur ungern verzichten. Deswegen machen wir das so lange. Ich glaube, er aktiviert so lange den zweiten Boss. Oder den dritten eigentlich schon, den zweiten. Aber mein Level rauscht ordentlich davon. Wunderbar. Warte, Loot? Achso, Kiste. Vielleicht kriegen wir noch ein Item. Das lohnt sich zwar jetzt nicht so krass, aber beim Leveln vielleicht ein bisschen. 15 Artefakt macht. Holy. Ist ja richtig krass. So, was hat er jetzt gepult? Ich bin mir nicht sicher, wo er hin ist. Er ist zumindest beim Boss drüben. Wenn ich kann durchstelfen. Achso, er ist oben gegangen. Ich wollte schon sagen. Was haben wir hier? Brauchen wir das noch? Nein, brauchen wir nicht. Okay, okay. So, ach so. Chasing will mich die ganze Zeit anhandeln, aber ich habe Handelblock drinnen. Was haben wir hier? Eine Hose für Max-Level. 340. Die können wir auf jeden Fall mal aufbehalten. Tempo, Maß, die sind sogar extrem geile Starts. Sind ganz sogar Biss-Starts für mich. Hm. Okay, gut. Die behalten wir mal. Ist halt 340, ist halt eh schon ziemlich hoch jetzt für das fürs Event hier. So, jetzt müssen wir Schweinchen fangen. Schweinchen, komm her. Gar nicht. Einmal, zweimal. Ich hab's nochmal. Dreimal. There we go. Das Schwein. Das hat so süße kleine Augen, Mann. Jetzt rennt's. Nein, Blitz, bleib hier. Warum, Blitz, warum? Ich glaube, wir sind normalerweise, wenn man sich von dem Pimtwink ziehen lässt für maximale EP, glaube ich, macht man gar nicht die Bosse hier, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, du pullst einfach nur den ganzen Trash und gehst dann wieder raus. Glaube ich halt. Vielleicht den Endboss, weil auf dem Endboss noch ziemlich viel von den EP geschiftet sind. Würde ich mal fast behaupten. Ich bin mir nicht sicher. Sie haben es ja schon mal versucht, oder sie haben es ja schon mal kurz genervt, aber das wäre halt ein generell ziemlich beschissener Move, würde ich persönlich sagen, wenn sie halt generell Pimtwinks nerven, weil ich mache halt auch ziemlich gerne welche. Ich habe halt momentan einen auf 60, einen auf 70, ne, auf 60, ah doch, auf 70 habe ich auch einen Hunter, 60, 70 und auf 80 habe ich momentan einen. Auf 60 und 80 ein Parler und auf 70 ein Hunter, wobei auf 60 habe ich noch mehrere, aber die kann man nicht als Pimp bezeichnen. Ja, eigentlich schon, weil sie alle die 3 Sets anhaben, aber es sind die Chars, wie ich ja damals die Tier 3 Sets gekauft habe. Und da habe mir gedacht, ja, kann ich halt dort behalten, weil... Oder den Char lasse ich auf dem Level, weil eventuell braucht man es ja irgendwann mal oder so. Man weiß ja nie. Wenn ich schon kaufe, muss ich ja nicht auf den höheren Chars kaufen. Ist ja egal, ist ja eh Transmog, wird eh übernommen auf allen Charakteren. So, ballern wir hier nochmal Vendetta. Schauen wir, ob wir hier ein bisschen Schaden rauskriegen wenigstens. Ah doch, da geht schon gut rein. Da geht schon gut rein mit Vendetta. Der Hai, mit dem will ich nicht kuscheln. Das übersehe ich immer, wenn ich hier mit viel Plus oder so bin. Ich übersehe den Hai immer jedes Mal. Oh, jetzt haben wir es bekommen. Tempo Vielseitigkeit. Tempo ist immer angenehm. Tempo erhöht immer meine Energieregeneration. Deswegen auf jeden Fall immer wieder gerne. Eine Quest hatte ich hierfür aber sicher nicht, oder? Nee, ziemlich sicher nicht. Dungeon, Kronsteig und Schrein. Schade, schade, schade. Egal, ich glaube trotzdem, dass wir ein... Ja, wir kriegen definitiv ein Level-Up, allein fürs Abschließen von der Instanz kriege ich 100.000 EP, also... Level-Up ist hier auf jeden Fall mit drinnen. Jetzt schauen wir hier mal ein bisschen... Wow! Schauen wir hier, dass wir nicht unbedingt in alles reinlaufen. Ja, ich will durch. Monka Giga. Aus dem laufen wir auch raus. Und dann dorten wir hier nochmal ganz kurz alles an. Wir würden wenigstens ein bisschen so Alibi-halbermäßig tun, als würden wir hier gerade mithelfen. Dann waren wir wenigstens jetzt auch mal wieder eine Instanz, seit langer Zeit. Weil, was war die letzte Instanz, die wir gemacht haben? Ich glaube Burning Crusade oder WOTLK, so irgendwas um den Dreh. Bin mir gar nicht mehr sicher, das ist schon wieder ewig, ja. Und bam. So, wie viel Abschluss-EP kriegen wir? Zweimal 116.000. Ja, das rentiert sich schon, auf jeden Fall. Gut, dann... Lass uns hier. Dann wunderbar, dass wir dann auch mit dem Pimp Twink drinnen waren. Da sind wir nochmal ein bisschen schneller mit dem Level vorangekommen.
Aber wir können die Quests noch ganz fix hier abschließen, bevor wir es denn hier gut sein lassen. War auf jeden Fall nice, dass wir trotzdem halbwegs die Zeit einhalten von der Folge. Und wir können sogar noch den letzten Trade hier jetzt killen. Ach, das darf ich im Kampf, ne? War lucky. Hab schon lange keine Instanz mehr auf NHC gemacht, wenn ich ehrlich bin. Das schon wieder ewig aus. Wunderbar, hier haben wir alles geskillt. Nein. Den killen wir nicht nochmal. Da wäre ich schon mal lieber. Jetzt haben wir hier nochmal ein Bonusziel, das wir ganz fix abschließen. Da brauchen wir auch nur noch 19%. Dann kriegen wir hier nochmal einen ordentlichen IP-Schub. Jetzt fehlen schon nur noch 3 Level. Langsam nähert sich das Schurk-Let's Play so seinem Ende, wie es aussieht. Dürfte nicht mehr allzu viel, so lange dauern. Ich würde sagen, pro Folge mache ich momentan, glaube ich, ein Level. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich glaube eher ein bisschen weniger. Muss ich noch was löschen? Ein Feuer. Genau, da haben wir ja gerade vorhin den Kübel verloren noch. Das war ja nicht so gut. Wow. Jetzt habe ich mich selber aufgedeckt. Das war auch nicht gut. Können aber ihn hier nochmal dotten. Kann ich den mit Feuer, mit dem Wasser eigentlich Schaden zufügen? Nee. Das wäre ja auch Schwachsinn irgendwie. Oh Gott, nicht, wasche mich nicht, nein. So, gerade 7% bauen wir noch. Wollen wir hier noch irgendwo Feuer? Wir brauchen irgendwo Feuer. Hier brennt halt nichts mehr. Vielleicht sollte die Horde hier ganz fix wieder irgendwas anzünden. Da wäre ich euch sehr verbunden. Wenn das dann im Bereich des Möglichen stehen würde. Wir können den hier befreien und den töten. Und dann sollten wir eigentlich unseren Prozent, glaube ich, haben, oder? Wie viel gibt es von Befreien hier? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube immer 2%. Nein, das geht natürlich. Der lässt mich nicht. Man lasse mich den befreien. Ja, easy. Nochmal 38.000 EP for free. Sage ich auch nicht, nein. Und da drüben haben wir noch unser letztes Feuer hier. Und ich glaube, wir nehmen das hier, zählt sicher. Der Heuballen brennt. Ja, wunderbar. Dann können wir das hier alles abgeben und dann lassen wir es an der Stelle dann auch gleich gut sein. Dann haben wir auf jeden Fall schon wieder 20%, glaube ich, gemacht, oder? Ich tippe mal auf 20%. Deren Befehle 19.000 und dann müssen wir noch die Abschlussquest machen. Genau, 23% haben wir an der Stelle wieder gemacht. Wunderbar, war auf jeden Fall ein netter Dungeon Run, ziemlich fix. Ich dachte eigentlich, dass es ein normaler Dungeon wird, aber hilft nicht. Ansonsten, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr ein Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder sonstiges habt, ihr könnt mir jederzeit gerne Briefe in-game schicken. Auf dem Server Rexar oder Aleria in Quintex oder natürlich jederzeit gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links hier unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.